Hey, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir stehen hier vor dem Tor und gucken mal jetzt endlich, was dahinter ist. Ich bin so gespannt. Es ist bestimmt ein Boss und wir werden ganz, ganz fürchterlich sterben. Aber vielleicht ist es ja auch nicht so viel. Es ist einfach ein Schmied dahinter oder eine Erdnussfabrik. Oh. Ich habe irgendwie so dieses Gefühl. Ja, natürlich eine große. Ja. Was ist das denn abgefahrenes? Oh. Ich glaube, der hat was gegen uns. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber... Oh nein. Oh je. Na, das wird was. So, dann bin ich jetzt echt gespannt. Wächter des Abgrunds. Ach du Kacke, die Glocke klingelt schön. Wow, 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 wow. Komm, lass einfach deine Finger von mir weg. Einfach mich mal ganz in Ruhe lassen. So, und dann kannst du einfach mal. Ach nee. Ach du Scheiß, was ein Arschloch. Das Wichtige ist, dass wir ihn irgendwie immer im Ziel behalten. Warte mal. Was ist denn mit dem? Die bekämpfen sich da auch gegenseitig? Was? Jetzt stehen sie alle gleichzeitig auf oder sowas. Nein, okay. Wow. Und jetzt kommt erst der Boss, oder was? Ach, scheiße. Es hätte ja nicht einfach nur so sein können, oder? Oder ist jetzt unser Freund? Sehen so Freunde aus? Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich jetzt schon genug. Der Kampf könnte doch jetzt auch einfach zu Ende sein, oder nicht? Oh. Wow, mein Blitz hat aber gut Damage gemacht. Ja, okay, der macht natürlich auch ordentlich Schaden, ne? Wow, was... Alter, kannst du einfach mal aufhören mit deinem komischen Feuerding da? Bitte einfach mal aufhören? Nein, lass mich doch einfach in Ruhe. Du sollst mich einfach in Ruhe lassen. Alter, jetzt ist er wirklich sauer, ne? Er ist jetzt stinkesauer. Stinkesauer, der ist jetzt richtig... Aber ich habe so das Gefühl... Warte, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! 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 Lass doch einfach... Wow! Lass doch einfach gut sein! Ach, scheiße, ey. Der Typ ist aber auch einfach ein unheimlich unfreundlicher Typ, ne? Also ich kann es ja auch nicht sagen. Ich mag ihn einfach nicht, ne? Ja. Du bist toll, du bist super... Natürlich hat unsere tolle Sache jetzt nicht getroffen. Oh! Wir haben gleich keinen Saft mehr, ne? Ich meine, der Typ, der springt und flitzt, das ist... Vielleicht sollte ich auch einfach mal mit der Waffe draufhauen, anstatt nur wegzulaufen, oder? Na okay, wir haben ihn fast geschafft.
nächste Mal wird hoffentlich besser. Sag mal, der Typ ist aber auch wirklich ein bisschen... Er ist, sag ich mal, relativ nervig, um es mal so auszudrücken. Wir können halt wirklich nur ausweichen, ausweichen. Ja, sag mal, alter Schwede. Darf ich auch mal irgendwas machen irgendwann? Oder... Was ist mit dir los? Sag mal, Alter, bitte... Ich kann überhaupt, ich komme zu gar nichts. Ich bin halt hier so am Potions wegtrinken. Ja. Ich meine, ich kann auch nicht mal ausweichen. Wisst ihr, was ich meine? Probier mal was aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme noch nicht mal dazu. Aber wir können, wenn wir links... Ich komme noch nicht mal dazu, auszuweichen. Ja, ich kann... Ich meine, was will man denn hier als Caster bitte machen in dem Schlamutzel hier? Kann ich einfach mal zurückrennen? Alter Schwede, da hat er... Man muss halt wirklich genau aufpassen, was für Angriffe er macht. Weil du bist auch nicht bei jedem Angriff von ihm am Arsch. Ich würde das einfach mal gerne zu... Einfach mal so ein bisschen... Ich finde es halt bei solchen Kämpfern teilweise einfach ziemlich unfair, dass... die unendlich Stamina haben. Also die können hauen, 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 die ganze Zeit und man hat keine Sekunde Zeit, selber mal überhaupt sich auszuruhen, weil ich meine, klar, ich werde noch rausfinden, was hier der Trick, der Trick ist, aber so, jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht mit dem Blitzspeer, während wir unseren bleichen Schatten hier haben, ich habe nämlich die Nase gestrichen voll von dem Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich habe nichts mehr! Okay, dass wir vielleicht, während unser bleicher Schatten hier und mit uns kämpft, wir vielleicht ein bisschen Hilfe, ja, das Problem ist einfach, ich muss ganz ehrlich gestehen, sag mal, was ist denn hier gerade los? Ich komme halt noch nicht mal dazu, bin ich jetzt irgendwie verlangsamt oder irgend sowas? Mein Schatten hilft mir, lalalala. Trinken wir nochmal hier einen schönen Flakon. Der da busch busch. Und jetzt machen wir hier ein bisschen Blitz-Action und dann ist... Och, sag mal, am besten hat er mich als Area-Damage bin ich besiegt worden. Ah, lass mich in Ruhe. Schatten, mach ihn tot. Mach ihn tot. Ja. Ist er jetzt bitte weg? Danke. Alter Schwede. Der bleiche Schatten, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Oh, Heidewitzka, was ein Spaß hier. Das ist... Oh. Ja, ich habe jetzt einige Versuche gemacht und ich glaube einfach, unter eventuell anderen nervlichen Verhältnissen hätte ich den vielleicht gepackt, aber oh, heute nicht. Heute nicht. Wann anderen Mal sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, was ist denn hier hinten? Oh. Oh, da geht's in den Keller runter. Da geht's in den Keller runter. Ach du Scheiße. Ich komme gerade vor so ein bisschen wie bei Indiana Jones vor. Und der nächste Boss. Katakomben von Karthus. Na gut. Hier stürzt bestimmt gleich der Boden ein oder irgendwas. Es sieht zumindest so aus. Aber es sieht wirklich sehr beeindruckend aus hier in den Katakomben, ne? Also es ist wirklich schön. Oh, überall wieder Sachen zum Einsammeln. Die Katakomben. Schön. Schauen wir uns noch mal ganz kurz hier ein bisschen um. Oh, da hinten liegt was. Und das ist bestimmt gleich eigentlich auch eine Falle. Jawohl. Bitte. Ah, ich habe kein heiliges Schwert. Nein, das steht gleich wieder auf, ne? Ja, verdammt.
Eigentlich müsste ich mir mal ein Schwert. Oh, wir stehen da hin. Das sieht aus wie der Kreuzritter aus Indiana Jones. Ich sag euch doch, das ist wie Indiana Jones hier. Cartus. Soll das Cartus Rot heißen oder Cartus Rot? Oder der Typ, den muss man zweimal umhauen. Das kann natürlich auch sein. Oh je. Ja, hallo. Und zwar, ich habe mich hier ein bisschen verlaufen. Verlaufen, das heißt aber nicht auf mich zulaufen, das heißt verlaufen. Natürlich, ich habe jetzt gar keinen Stamina mehr. Ich hätte ganz gerne Stamina. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein bisschen Stamina, damit ich eine Chance habe gegen hier unseren lieben Freund, Mr. Skelettauge. Ich dachte gerade schon, in der im nächsten Schlag gehe ich nach vorne und falle runter. Super. Das wäre doch toll gewesen. Aber hier geht's auch nach unten. Oh, da liegt auch noch was. Sieht aber wirklich schön. Also. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch hier was Schönes trinken. Ha! Was war das denn Geiles? Das liebe ich ja, ne? Wenn die Skelette daneben. Also. Das war ja im ersten Teil schon so, dass wenn irgendwie diese Skelette einfach Müll bauen, weil sie einfach daneben springen oder irgend sowas, dass sie dann einfach kaputt gehen. Und das ist wirklich super. Also das ist wirklich so eine Sache, die finde ich einfach lustig. Was haben wir hier? Oh, da unten steht noch einer. Hier kommt doch irgendjemand angelaufen, ohne Kopf. Ein kopfloser Ritter sozusagen. Hallo, kopfloser Ritter. Wo hast du denn deinen Kopf gelassen? Kann ich den gleich einsammeln und zum Unterhalten? Sehr lustig. Ach, wie der am Schluss noch den Kopf auf seinen Kopf, auf seinen Hals gesetzt hat. Yep. Ein Doppelschlag. Bum, bum. Das ultimative Heilmittel. Oh, hier ist was. Dieser zwei kopflose Krieger. Hallo? Du kannst mich doch gar nicht sehen. Was war das für ein geiler Move? Was war das denn für ein geiler Move? Das heißt... Oh, den Move will ich aber auch können. Das heißt, man lädt den Gegner... Ist der gerade hier zerbrochen, weil er an die Wand gehauen hat? Geil. Also, okay, super. Da kann die Decke nicht einstürzen oder irgend sowas. Schauen wir mal, was da ist. Namenloser Soldat. Okay. Oh. Haben wir genug Hitpoints, um da runter zu springen? Kommen wir wieder, die große Frage ist, kommen wir wieder nach oben? Ja, da ist eine Treppe. Okay, dann machen wir uns mal auf, diesen hier einfach. Hallo. Wow. Das war jetzt aber... Ich will ja nicht sagen, aber das war jetzt... Nein! Sehr, sehr knapp. Um es mal mit den Worten von... Friedrich Lichtenstein zu sagen. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat, aber ich glaube, er war das. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, was ich heute wieder für eine vorzügliche Aussprache habe. Oh. Ach, ich will doch erst gucken, was da oben ist. Und hier unten geht schon wieder so ein Dang durch. Sag mal, was ist denn heute los? Habe ich getrunken, ohne dass ich es mitbekommen habe? Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Sensenmann. Der soll hier irgendwo versteckt sein. Was für ein geiler Move. Was für ein Move. Also hier teilweise die Movesets, ne, das ist so fabulös. Kann ich bitte einfach jetzt diesen letzten Schlag machen, bitte? Letzter Schlag. Oh, danke. Wurfmachete. Was war denn das eben gerade, bitte? Ach, da drüben das Skelett. Ach komm, jetzt reicht's aber. Was ist das für... Ach, Blutungsschaden hat er gemacht. Direkt durchs Visier, seht ihr das? Der hat durchs Visier geschossen. Und zwar schon einige Male, der Typ. Das war wirklich freund, wirklich nett von ihm. So lieb und nett. Wo führt unser Weg eigentlich hin? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, wenn hier was... Oh, da geht eine Leiter nach oben. Schauen wir mal. Ein namenloser Soldat, das ist schon mal gut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir gucken hier, was oben ist und geblieben. Oder auch nicht. Das werden wir sehen. La 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 la. Ja, Nummer 1 Hit hier in dieser Welt. Nein! Habt ihr das auch in derselben Sekunde gedacht wie ich? Ich habe gedacht, okay, da trittst du nicht drauf. Und in dem Moment... Wisst ihr, an was mich das erinnert hier? Das könnten wieder diese Flugbahnen sein. Ihr wisst noch welche aus dem ersten Teil? Flugbahnen, Rollbahnen für Kugeln. Ihr könnt doch auch Kugeln entlang rollen, oder? Moment mal, wo bin ich denn jetzt wieder? Ach, wir sind hier wieder rausgekommen. Oh, okay. Ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Teil hier nochmal ein bisschen weiter um. Was für eine schöne Dekoration. Für zu Hause wirklich ein Tipp. Oder? Ist halt nur das Problem, woher nehmen. Darüber will ich jetzt gar nicht nachdenken. So, also im nächsten Teil schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Oder ich werde eventuell nochmal zurückgehen und in der Kathedrale nach der Sache schauen, die fiese Cobra erzählt hat. Und bis dahin, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Hat mich sehr gefreut, dich dabei zu haben. Und tschüss.